Ich mache zuerst einen Einstieg, der scheinbar damit nichts zu tun hat, hatte aber doch. Ich habe bestimmt schon hier und da in der Vesper oder sonst einmal in einer paulinischen Lesung gehört von dieser Weissagung: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedech. Und sich vielleicht gefragt haben, was soll das? Wieso? Ja? Was hat es mit diesem Melchisedech auf sich? Abraham, der kommt nur einmal vor eigentlich in den Geschichtsbüchern der Heiligen Schrift. Abraham kommt, ich denke von der Schlacht von den Amalekitern, ich weiß nicht von wem, und um sich zu entsühnen und Gott zu opfern, geht er zu jemand, der höher ist als er. Der Priester des allerhöchsten Gottes. Melchisedek ist eine geheimnisvolle Erscheinung. Seine Eltern werden nicht genannt, was ungewöhnlich ist. Und er wird genannt der Priester des allerhöchsten Gottes, an den sich Abraham wendet, damit er für ihn opfert. Und er sei der König von Salem, nicht am Bodensee, sondern etliche Väter meinen Jerusalem, ganz sicher ist man nicht, aber Jerusalem. Die jüdischen Apokryphen meinen auch, es sei Jerusalem. Er ist König und Priester von Jerusalem. Und er kommt aus dem Tor der Stadt heraus, dem Abraham entgegen und bringt das Opfer dar. Und seltsamerweise, dieses Opfer sticht ab von den anderen Opfern, die man in dieser Zeit darbringt. Der bringt kein Lamm dar, kein Rind, keine Vögel oder kein Ziegenbock. Der bringt ein Speiseopfer dar. Brot und Wein. Und nach den jüdischen Apokryphen, nach der sogenannten Adamslegende, die in der Antike und im Mittelalter, nicht als inspirierte Schrift natürlich, aber als Überlieferung fraglos anerkannt wurde. Man hat das auch eingebaut in die gotischen Kirchen, also vollkommen selbstverständlich. Ja? Meistens in den sogenannten Lettner, Klammer zu. Da ist die Rede davon, dass Melchisedech der Hüter des Adamsgrabes, das man in Jerusalem verehrte, war. Nach einer Überlieferung des Urchristentums ist Golgotha über dem Adamsgrab. Deswegen spaltet sich der Felsen beim Tod Christi und das Blut des zweiten Adam rinnt auf den Schädel des ersten Adam, um die Erbsünde zu tilgen. Ja? Melchisedech also als Hüter des Adamsgrabes und somit der adamitischen Tradition, des adamitischen Königtums und des adamitischen Priestertums. Das ist wichtig, denn Christus später kann nicht Priester sein in einem nationaljüdischen Priestertum des Aaron. Christus ist der zweite Adam, er ist der Erlöser aller Menschen. Er muss ein universales Priestertum haben und kann deswegen nicht Priester sein nach der Ordnung der Leviten, sondern nur nach der Ordnung des Adam, des Stammvaters der Menschen, der ein universales König- und Priestertum ausgeübt hat. Als dann später König David Jerusalem erobert und auch den Thron besteigt, übernimmt er das Opfer des Melchisedech. Von jetzt an opfern die Könige Israels Brot und Wein. Ein Speiseopfer. Dieses Speiseopfer, bei dem kein Blut vergossen wird, weist zurück auf die Zeit vor der Erbsünde, als es noch kein Sühnopfer gab, als es noch kein Tod gab, keine Sünde gab und deswegen auch kein Blut vergossen werden musste gewaltsam. Sondern einfach ein Speiseopfer dargebracht wurde. Das Unschuldsopfer Adams im Paradies. Ein Speiseopfer.
steht also für den Status der Unschuld. Nach der Erbsünde opfern die Abel ein Lamm oder ihre Feldfrüchte oder blutige Opfer zur Sühne. Aber hier geht eine Tradition weiter, fast kryptisch bei Melchisedek, eines Unschuldsopfers des Adam und seines universalen König- und Priestertums. Das fließt ein in das Königtum Davids, der Davididen, aus dem der Messias kommen soll. Nachdem Christus am Kreuz die blutigen Sühnopfer des alten Bundes und aller Zeiten erfüllt hat, wird nun dieses blutige Kreuzesopfer unblutig im Zustand des Unschuldsopfers nach der Ordnung des Melchisedech, das heißt des Adam, fortgesetzt im Messopfer. So schließt sich der Kreis von Adam bis zum Messopfer. Und es ist doch sinnvoll. Denn nachdem einmal Christus grausam am Kreuz sein Blut vergossen hat, für unseres, jetzt ist die Unschuld für diejenigen, die sich taufen lassen, Sakramente empfangen, jetzt ist die Unschuld wiederhergestellt. Das heißt, dieses Opfer Christi wird nun dargebracht im Stande der Unschuld, das heißt unter den Gestalten des Speiseopfers. Soweit also zum Priestertum des Melchisedech, das das Priestertum Adams ist, aber wir haben auch noch das Königtum des Melchisedech, das universale Königtum über die ganze Menschheitsfamilie. Das natürlich durch das Kreuz Christi auf Christus übergeht. Und da sehen wir die Wiener Reichskrone. Muss das alles am Ort sein. Diese Reichskrone, die nun von einer ottonischen Arbeit ist, die meisten der Autor hier meint, dass es ein Werk unter Otto dem Großen ist oder unter dem Einfluss der Kaiserin Theophanu oder ob es von Karl dem Großen selber stammt, das sei dahingestellt. Jedenfalls ist sie über 1200 Jahre, also ist circa 1200 Jahre alt. Und hier, das ist ein Wechsel von Edelsteinplatten, die nicht wild gewordene Edelsteine sind, die da einfach so wie ein Streuselkuchen draufgeschmissen sind, sondern diese Platten, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, stellen ganze Kapitel aus der geheimen Offenbarung dar. Ja? So. Und die erscheinen hier im Wechsel mit Bildplatten, Christus, David, Salomon und Ezechias. Und man sieht auf all diesen, hier bei David und Salomon, bei den anderen auch, sehen Sie, dass die ein Spruchband über der Brust tragen, in M-Form. Und etliche Kunsthysteriker, Historiker, sind der Ansicht, und das glaube ich könnte ganz gut stimmen, die können es nur nicht näher begründen, dass diese Tücher in M-Form, die sie da tragen, die man auch im byzantinischen Bereich findet, auf den Namen Melchisedech zurück. Ein Hinweis sind auf den Namen Melchisedech. Das heißt, der Träger dieser Krone hat Anteil am Königtum Melchisedechs, das heißt Adams, am universalen Königtum, nicht an einem regionalen, sondern an einem Königtum, das auf eine noch näher zu bestimmende Weise eine universale Dimension hat. So, und damit sind wir angekommen bei der Ordnung, Gesellschaftsordnung, Staatsordnung, wo wir heute gewöhnt sind, dass man sagt, die Menschen sich geben.
tun Sie sich doch, ich bemühe mich auch immer wieder, tun Sie sich doch ein bisschen die Plage an, selber an sich Spracherziehung zu betreiben. Früher sagte ein Bischof, die Gläubigen unserer Diözese, heute sagt er nur noch die Mensch. Ja? Oder wie es in der Zauberflöte heißt, nicht es mehr als edel, es Mensch. Ja? Das ist freimaurischer Menschentum. Als ob der Mensch als Mensch ohne Gnade und ohne die Würde des dreifaltigen Gottes so bewundernswürdig wäre. Ja? Also. Ab und zu muss ich ihn als Alzheimer wegschicken. Ja, fangen wir also dann mal mit an. Diese Ordnung geben wir Menschen uns nur zum minimalen Prozentsatz selber. Diese Ordnung liegt uns voraus. Niemand hat uns gefragt, vor unserem Dasein, willst du überhaupt existieren oder nicht? Niemand fragt uns auch, ob es jetzt genehm ist, dass wir sterben. Das heißt, Anfang und Ende unseres Lebens sind uns aus der Hand genommen, liegt nicht in unserer Verfügung, sondern wird verfügt. Und wir sind darin eingeordnet. Keiner hat uns auch gefragt, möchtest du als Mann oder als Frau auf die Welt kommen? Ja? Keiner hat uns gefragt, möchtest du als Deutscher, als Franzose oder als Russe auf die Welt kommen? Keiner hat uns gefragt, möchtest du in dieser oder jener Familie auf die Welt kommen? Such dir deine Eltern aus. Oh, ich hätte gern die. Ja? Wir sind vorgegeben, eben relativ. Wir sind auf bezogen, in einen Rahmen eingebunden. So, und wenn ich an einen guten Schöpfer glaube, dann muss ich sagen, dass dieser Rahmen die einzige artgerechte Menschenhaltung ist. Die gebe ich mir nicht selber. Die wird mir gegeben von demjenigen, der mich erschaffen hat. Das heißt, die Grundzüge unserer Gesellschaftsordnung, Staatsformen, Formen des Zusammenlebens, vergessen Sie sich, dass wir uns die selber geben. Sie sind uns zu 90% gegeben. Das heißt, der Gestaltungsspielraum ist da, aber der ist nicht allzu groß, wenn wir noch sehen. Der hängt mit der Mentalität der Menschen zusammen und mit vielen anderen Dingen. Die Frage ist nur, was ist die Ordnung Gottes? Was ist die Ordnung, in die uns Gott hineingestellt hat? Und die kann ich nicht umstoßen. Und man versucht im Moment, sie umzustoßen. Ja? Indem man einfach sagt, Männer, Frauen, das ist alles nur Konvention, anerzogen und was weiß ich. Und wenn du ein Deutscher bist, dann schlecht, ja. Und wenn du Christ bist, noch schlechter. Katholik war ganz übel, Traditionalist noch, das ist dann das Allerletzte. Und dann auch noch Deutscher dazu, also das geht dann gar nicht mehr, das ist, ja. Man will sich selber erschaffen, letztlich. Es ist der Demiurg, eine alte gnostische Vorstellung der geheimen Gesellschaft, letztlich eine Umschreibung für den Teufel selber. Der Demiurg, der die Welt neu erschafft. Und der Mensch, der sich selber entwirft und erschafft und designt. Das Ende vom Lied. Also, kann die Heilung nur darin bestehen, dass ich mir Gedanken mache, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und welches ist die Ordnung? In den alten mittelalterlichen Kathedralen, da sieht man die Heiligen, nicht einfach das so stehen, wie jetzt irgendeine Gipsfigur des 19. Jahrhunderts. Ja, sondern sie finden in der Gotik keine Figur, die nicht einen Baldachin über dem Kopf hat und einen Sockel unter den Füßen hat. Diese Figur ist kosmisch eingebunden. Das Individuum schwebt nicht isoliert im leeren Weltenraum, sondern es hat etwas über sich, eine göttliche Ordnung, einen göttlichen Masterplan und hat etwas unter sich, woraus es hervorwächst, woraus es kommt und wohin es geht. Und deswegen ist typisch, in der Renaissance fallen diese Einbindungen weg.
Das Individuum steht jetzt plötzlich selbstherrlich da und findet dann in der Revolutionszeit seine Überhöhung in den Freiheitsstaat. Die müssen natürlich irgendwo draufstehen, aber die haben nichts mehr über sich. Das ist der Mensch, der sich selber verwaltet, selber designt und der nichts über sich duldet. Kein Naturgesetz, kein göttliches Gesetz, keine Vorgaben der Natur oder der Gnade. Also, was ist diese Ordnung? Und ein philosophischer Grundsatz, ein Grundsatz des gesunden Menschenverstandes lautet, agere sequitur esse. Das Handeln folgt dem Sein. Sagen wir es mal ganz platt. So wie einer ist, so handelt er auch. Also wenn Mozart eine Komposition absondert, dann kann ein Mozart-Kenner sofort sagen, das kann bloß der Wolfgang geschrieben haben. Ne? So, das kann nicht vom Haydn kommen, das kann nur vom Mozart kommen. Das ist einfach seine Handschrift. Seine akustische, seine musikalische Handschrift. Das Handeln folgt dem Sein. So wie ich bin, so handle ich. Ich kann von dem Handeln auf das Sein schließen. Das gilt auch für Gott. Gott schafft nicht etwas, was mit ihm nichts zu tun hat. Und deswegen heißt es auch in der Genesis, dass Gott den Menschen geschaffen hat nach seinem Bild und Gleichnis. Also ist alles die Ordnung, die kosmische Ordnung, die Gott geschaffen hat, letztlich immer eine dreifaltige Ordnung. Sie geht immer auf den dreifaltigen Gott zurück. Das sehen wir schon bei der Materie. Ja? Höhe, mal Länge, mal Breite, gibt einen Raum. Drei Dimensionen geben einen Raum. Man nennt das die Vestigia Trinitatis, die Spuren der allerheiligsten Dreifaltigkeit in der Schöpfung. Also gibt es noch viele andere dieser Spuren. Das Hauptabbild im Reich der, ja, ich nehme jetzt mal den Mund voll, im Reich des Kosmos, ist die Familie. Vater, Mutter, Kind. Und das nicht nur in der Welt der Menschen, sondern, wie gesagt, ich nehme den Mund voll, im gesamten Kosmos, auch in der Welt der Engel. Bei den Engeln gibt es nämlich nicht Vater und Mutter und Kind. Ja, bei den Engeln geht nicht einer aus dem anderen hervor, weil das im Reich des Geistes nicht geht. Das geht nur in der Materie. Außer in Gott. Wo der Sohn vom Vater hervorgeht im Heiligen Geist, der Heilige Geist geht aus beiden hervor, da geht eine geistige Person aus der anderen hervor, aber das geht nur in Gott, das geht bei den Engeln nicht. Das heißt, da wo der Mensch schwach ist, in seiner Materie, die uns immer wieder runterzieht und schwächt und hat den Engeln nichts mit zu tun, ne? Genau da wo der Mensch schwach ist, ist er den Engeln ähnlicher, also ist er der Dreifaltigkeit ähnlicher, als die Engel es sind. Ja? Nicht umsonst hat der Teufel einen unbändigen Hass auf die Familie, weil er den Dreifaltigen hasst. Und weil er als gefallener Engel einen unglaublichen Neid empfindet auf diese Naturähnlichkeit der materiellen Seite des Menschen mit der Dreifaltigkeit. Die größte, das vollkommenste Abbild der Dreifaltigkeit auf Erden ist jetzt, nach der Vorgabe des Evangeliums, die heilige Familie. Jesus, Maria, Josef. Diese heilige Familie ist somit die Keimzelle der Kirche und des neuen Menschengeschlechtes. Das heißt, in dieser heiligen Familie ist eine Ordnung, die sich auf die Dreifaltigkeit zurückführt und die das Genom ist, das Grundgen aller menschlichen Ordnung. Der heilige Josef ist das Abbild des himmlischen Vaters. Der Sohn ist gleich in der Dreifaltigkeit wie in der heiligen Familie, Christus. Der Sohn Gottes. Dem Heiligen Geist entspricht die Mutter Gottes, entspricht die Frau.
nach der Ordnung, die wir vielleicht noch ein ganz bisschen im Hinterkopf haben, haben doch unsere Vorfahren gesprochen vom Vaterstaat, von der Mutterkirche. Das heißt, das setzt sich über den familiären, individuell familiären Bereich fort. Das ist wie ein Grundgenom. Das ist nicht nur ist auch im Menschen so, diese Dreiheit. Augustinus sagt Gedächtnis, Verstand und Wille. Man kann auch sagen, was weiß ich, Geist, Seele, Leib. Diese Trichotomie, diese Dreiteilung ist im Menschen, ist in der ersten sozialen Verfasstheit des Menschen, also in der Familie. Und geht jetzt über die Familie hinaus, in die Struktur der menschlichen Gesellschaft hinein. Die Kathedralen waren geostet, aus dem Westen, Süden, Norden. Also, von Osten kommt das Licht des Glaubens in die Kirche hinein, das übernatürliche Licht. Im Westen kommen die Leute mit ihrem gesunden Menschenverstand in die Kirche. Hier kommt die Theologie anmarschiert, hier kommt der gesunde Menschenverstand, die Philosophie reinmarschiert. Und es war im Mittelalter so, bis so am Anfang der Neuzeit, heute heißt es noch im Kölner Dom so, das ist das Bischofs- oder Papstportal, und das ist das Kaiserportal. Bei den Wahlen des deutschen Königs in Frankfurt durfte der gewählte neue deutsche König nach seiner Wahl und Salbung das Bartholomäusmünster nicht verlassen, außer durch dann das Nordportal. Im Nibelungenlied ist vom Nordportal des Wormser Domes die Rede, wodurch dann Kaiser Konrad der Salier zu seiner Krönung einzieht. Das heißt, die Nordseite war immer die Seite des Kaisers, die Südseite die des Papstes oder des Klerus oder der Bischöfe. So, und damit haben wir schon den Grundriss einer solchen Kathedrale, die göttliche Ordnung eigentlich. Der Vater entspricht dem Staat, dem Imperium. Der Heilige Geist entspricht der Mutterkirche oder dem Papsttum. Und das gemeinsame Kind von beiden ist der Christ mit der heiligmachenden Gnade. Der muss gemeinsam erzogen werden. Ja? Nicht nur vom einen, nur nicht nur vom anderen. So. Und das ist das Christusleben in den Seelen nach der übernatürlichen Seite und nach der natürlichen Seite. Also, ich habe hier Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist der Reisapfel, wie Sie sicher schon gesehen haben. Und dem entspricht hier auf Erden, keine Reisscheibe, sondern Reisapfel. Ne? So, dem entspricht das Imperium hier, das Sacerdotium, das Papsttum da. Und hier haben wir die Theologie. Und hier haben wir die Philosophie. Das ist der christliche Ordo, spiegelbildlich von der Dreifaltigkeit auf der Erde. Die haben sich was dabei gedacht, wenn sie die Kirchen so aufgebaut haben, so genützt haben, wenn der seinen Reichsapfel in der Hand hat. Das ist eine ganze kosmische Theologie, so ein Ding. Reichskrone, dem komplizierten Ding anzuschreiben, schweigen, das ist noch mehr. So, das heißt, es ist das nicht eine beliebige Entwicklung. Weil die Barockzeit hätte es ja nicht geben müssen, ne? Oder schon, was weiß ich, oder irgendwelche Kunstepochen muss es ja nicht geben. Kann man alles sagen, das war zeitbedingt. Ja, meine Güte. Meine Kleidung mag ja zeitbedingt sein, aber deswegen das Wesen einer Sache, das Wesen der göttlichen Ordnung ist nicht zeitbedingt. Nun, dieses
Reich, dieses Imperium, ist nicht eine Erfindung der Deutschen, auch nicht eine Erfindung der Römer. Es ist auch nicht eine Erfindung der Griechen, nicht eine Erfindung der Medoperser, der Babylonier, sondern ja, eine Erfindung Gottes in Adam. Adam ist der Stammvater aller Menschen. Sein Königtum spiegelt sich in der Ballastarchitektur der Menschheit wider, soll die ganze Menschheitsfamilie zusammenhalten. Was die Kirche, was der Herrgott nie gewollt hat, war eine Weltregierung. Im Alten Testament und im Neuen Testament wird ein Weltmonarch oder eine Weltregierung immer als antichristlich und gefährlich konnotiert. Wir werden dann mal sehen, dass das Römische Reich so etwas gar nicht war. War es dann? Also, über Melchisedek, M, ja, kommen wir zum Königtum Adams und wir sehen in den Großreichsbewegungen, sei es im Iran, der ganzen Menschheitsgeschichte nicht nur Machtwahnträume. Wir sind das so gewöhnt von Filmen, die nur als Größenwahnsinnige nach Weltherrschaft lechzende, machthungrige Monstren zu sehen. Ja? Den Hals nicht voll kriegen. Meine Güte, es waren Menschen unter dem Einfluss der Erbsünde, das war denen natürlich nicht fremd. Aber das war überhaupt gar nicht der Motor vom Ganzen. Gerade bei den iranischen Kulturen, also Babyloniens und der Medo-Perser, diese ganzen Weltreiche, die übrigens Daniel in seinen Visionen aufzeichnet, kennzeichnet und da wollen wir jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, das können wir alles noch machen. Sie gehen davon aus, von dem Kampf zwischen Licht und Finsternis in diesem Leben. Und dass jemand das Licht gegen die Finsternis verteidigen und durchsetzen muss. Dazu diese Weltreiche. Das römische Weltreich sah seine Sendung darin, das Naturgesetz gegen solche, die das Naturgesetz nicht hielten, nämlich Barbaren, durchzusetzen. Man wollte auch die Barbaren nicht unbedingt beherrschen, sondern man wollte aus ihnen Menschen machen. Das ist der alte Begriff der Humanitas, der menschlichen Gesittung. Denen, die zum Beispiel die Menschenopfer verbieten, im 12. Jahrhundert noch, hört man, dass die heidnischen Preußen Menschenopfer darbringen und und christliche Ritter ausweiden. Und man hat beschlossen, es geht nicht. So etwas kann man nicht dulden. Und Maßstellen. Ja? Also, das ist die alte Sendung des Römischen Reiches. Wenigstens das Naturgesetz, die Humanitas. Nicht im freimaurischen Sinn, sondern im Sinn der menschlichen Gesittung, dass sie keine Barbaren sind. Das müssen sie schon einhalten. Das muss durchgesetzt werden. Der Lehrer Alexanders des Großen war Aristoteles. Aristoteles hat ihm den Floh ins Ohr gesetzt, dass die Menschen das Naturrecht einhalten müssen. Aristoteles hat gelehrt, der Staat ist dafür da, damit die Menschen ein gutes Leben führen. Ein gutes Leben, aber ist ein tugendhaftes Leben. Und das tugendhafte Leben zu ermöglichen gegen das Laster. Dafür muss man kämpfen. Das geschieht nicht von alleine. Von alleine geht es nur bergab. Aufwärts nicht. Muss man den Karren schon anschieben. Das hat Aristoteles diesem überbegabten und furchtbar cholerischen Draufgänger von Alexander ins Ohr gesetzt. Und daraus hat er seinen Lebensinhalt gemacht. Ja?
sich hier und da verrannt, war viel zu jung für die Aufgabe, hat aber etwas geschafft, so kurz das Alexanderreich da gedauert hat. So nachhaltig hat es gewirkt. Es hat aus dem sogenannten Hellenismus, also der Kultur einer menschlichen Gesittung, die es zum Beispiel nicht ertragen konnten, dass die Ägypter Menschen mit Tierköpfen darstellen. Das haben die empfunden als etwas, was gegen die menschliche Würde verstößt und was gegen das, die Ebenbildlichkeit Gottes ist. Also das muss man abstellen. Ja? Durch den Umfang von diesem Gedanken hat Alexander diese Idee des Aristoteles einer Weltkultur nicht durch Gleichmacherei, sondern durch Verankerung im Naturgesetz, das heißt im Willen Gottes, hat er ausgebreitet und auch unter seinen zerstrittenen Nachfolgern hat sich diese Kultur ausgebreitet vom Atlantik bis zum Pazifik. Das sind Sachen, die auch nicht, die gerne unterschlagen wird. Die alte chinesische Kultur gibt es nicht mehr. Die alte chinesische Kultur ist dem Hellenismus zum Opfer gefallen. Es gibt sogar Dynastien in jener Zeit, die europäisches Aussehen hatten. Da haben zum Beispiel keine Chinesen regiert, sondern Leute von auswärts. Die Terrakotta-Armee ist von Griechen hergestellt worden. Sie sind von Griechenland nach China gebracht worden, über die Seidenstraße. Und diese hellenistische Kultur war eine Vorbereitung für das Christentum. Auf dieser Schiene, dieser natürlichen Weltkultur, konnte das Christentum sich ausbreiten in der apostolischen Zeit und in der Kirchenväterzeit. Und das ging rasend schnell. Und von Seiten der Feinde des Christentums wurde das bedrohlich. Nämlich im 6. Jahrhundert bestand die Gefahr, dass ganz gesamtes Eurasien südlich des Himalaya christlich wurde. Die waren soweit. Ja? Und justament da steht, erschafft man plötzlich von jüdischer Seite den Islam, der einen Keil treibt zwischen den fernen Osten und den Westen und somit die Evangelisierung Eurasiens stoppt. Ja, ja? Das ist eine ganz, wenn man diese Dinge ein bisschen sieht, gut, das sind die Weltreiche. Diese Weltreiche, Alexander war ein frommer Mann. Der wollte nicht sich selbst bringen, er wollte das Gesetz Gottes bringen. Deswegen tat er nichts, ohne den Willen der Götter zu befragen. Deswegen tat er das Wichtigste nicht, ohne den Segen des hebräischen hohen Priesters in Jerusalem zu erflehen, vor dem er sich in den Staub warf. Er hatte nach dem Tod des Propheten Jeremias eine tiefe Verehrung für ihn. Er hat Alexandria grundlegen lassen mit Asche aus dem Grab des Jeremias aus Ägypten. Es waren tief fromme Leute, auch wenn sie ihre Fehler hatten. Also diese Weltreiche sind motiviert vom Kampf gegen Licht und Finsternis. Den Mächten des Chaos, die aus dem Chasma von unten kommen, den Riegel des Altars und eines sakralen Königtums vorzuschieben, um die Welt nach oben zum Licht zu öffnen. Das ist war bei Cäsar so, das war bei Alexander so. Und bei den Medo-Persern und Babyloniern das Gleiche. Und in dieser Tradition steht das Römische Reich, auch nach der Vision des Propheten Daniel. Das ist eine Figur, wo dann plötzlich das Eiserne Reich, das Römische Reich kommt. Oh, jetzt habe ich das Messbuch vergessen, den Schott vergessen. Hast du es gerade da? Nein.
Kannst du bestätigen? Moment. Eine Schonfrist. Und zwar ist das in der alten Oration für den Kaiser. Es steht bestimmt Bomben nicht drin bei den Schweizern. Was denn? Die Schweizer haben den bestimmt nicht. Ja, tatsächlich. Die Schottland, das ist eine relativ neue Ausgabe. Also, sind die Staatswächter schon gut? Nein, nein, nein. Oder holen wir da einfach das Missale von euch. Und da ist zusammengefasst, wie das frühe Christentum die Sendung dieses Reiches gesehen hat. Man kann sagen, als Bändigung des Bösen und Schutz für alles Gute und Hilflose in dieser Welt. Deswegen trug der Kaiser das Schwert. Dieses römische Reich nun sah sich als Vehikel für den Völkerfrieden, das heißt als eine überregionale Instanz. Also, haben wir es ja. Nimm an, Herr, diese Gebeten und Opfergaben deiner Kirche für das Heil des dich anflehenden Dieners, des Kaisers. Und im Schutz der gläubigen Völker, Antigua Brachi tui operare miracula, wirke wieder die alten Wunder deines mächtigen Arms. Damit, nachdem die Feinde des Friedens überwunden sind, die christliche Freiheit dir in Sicherheit diene. Das war noch eine andere Oration. Ist es doch am Karfreitag? Das wird die Beendigung des Klauses am Karfreitag bedenken. Am Freitagsfeld. Ja, gleich. Das ist vor der Kraft der Völker, die Gott nicht ehren. Das ist von der Wildheit der Barbaren. Das ist Karfreitag. Ja, ja. Na ja, ich. Selbst da sind schon Staaten. Lass uns. Damit die Wildheit und Verrohung der barbaren Völker, dass davon die Völker des Christentums geschützt und befreit sind. Die Grenzen des Reiches davon. Richtig, das kommt dann noch im Vesperhymnus von Allerheiligen vor. Ja? Und also das, was heute die Flutung der Grenze durch die Barbarei, genau dazu ist dieses Kaiserreich eingeführt worden. Um den Einstrom der Barbarei zu verhindern und den Kosmos, die Ordnung und die menschliche Gesittung aufrechtzuerhalten. Dieses römische Reich zerbricht dann politisch an der Dekadenz der Antike, wird aber transferiert, die Translatio Imperii. In Konstantinopel existiert es eigentlich immer weiter. Konstantin ist der erste christliche Kaiser. Er überwirft sich mit der römischen Aristokratie, die also stramm heidnisch bleiben will,
Und ihm verübelt, also Friedhöfe entweiht zu haben, um eine Basilika zu bauen und andere Dinge. Und irgendwann nervt ihn das so, dass er den Bettel vor die Füße schmeißt. Und beschließt, ich gründe ein neues Rom am Bosporus. Ja. So entsteht also Ostrom. Es gibt also West, die Roma Antiqua, das alte Rom und Ostrom. Also. Da haben wir es ja. Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Gewalten und die Rechte aller Staaten. Schau gnädig herab auf das römische Reich, dass die Völker, die auf ihre wilde Kraft vertrauen, durch deine mächtige Hand gebändigt werden. Dann ist eigentlich die ganze Sendung des römischen Reiches, vor allem des christlich-römischen Reiches, dann enthalten. Wie gesagt, das antike Rom bricht zusammen und durch die Völkerwanderung bedingt wandert nun dieses Imperium zum einzig katholischen Germanenstamm, nämlich den Franken. Alle anderen Frankenstämme waren arianisch und versinken später in die Bedeutungslosigkeit. Der einzige Stamm, der aus der Bedeutungslosigkeit heraustritt, ist dieser fränkische Stamm, weil er katholisch war. Ja, da in Spanien der Arianismus, das versandet in die Bedeutungslosigkeit der Geschichte. Was ist mit den Burgundern? Die waren doch vor den Franken katholisch. Ich weiß nicht, wohin die dann abgewandert sind, aber ob sie nicht in diesen arianischen Strudel reingezogen wurden, eher ja. Nun haben wir diese Translatio Imperii, diese Transferierung Roms nördlich der Alpen, etwas für uns etwas ungewohnt zu denken. Aber für den Rest der Menschheitsgeschichte vor unserer Zeit, als die Menschen noch klüger waren, ganz normal. Denn wie ist Rom begründet worden? Einmal durch Romulus und Remus, aber dann ein zweites Mal durch Aeneas. Aeneas, der aus dem brennenden Troja flieht. Troja führt sich wiederum zurück auf eine Urkultur der Menschheit. Sokrates verfolgt diesen Faden zurück bis Atlantis. Es gibt... er führt es zurück bis Atlantis. Also Kulturen, die immer wieder dekadent werden, zerbrechen und dann transferiert werden, praktisch nur ein gesunder Spross, wird ein anderes Erdreich neu eingepflanzt und wächst wieder. So war das, ist das eingepflanzt worden in Troja. Und als Troja zugrunde ging, durch seine Machenschaften und durch die List des Odysseus, konnte Aeneas eben fliehen aus dem brennenden Troja. Und als er aus dem brennenden Troja geflohen war, mit wenigen Habseligkeiten, seiner Frau, seinen Kindern, da stellt er fest, dass er den alten Vater, den Anchises, vergessen hatte. Der war schon gebrechlich und hat zu den anderen gesagt, ne, er wollte einfach nicht mehr. Ja, der wollte, lass mich hier sterben, lass mich hier, ist doch alles wurscht und lass mich hier, der wollte nicht mehr. Und so hat er ihn zurückgelassen. Und als Aeneas das sieht, ward er, was unter den Heiden selten war, von Mitleid ergriffen. Und in dieser seiner Barmherzigkeit ist er zurückgeeilt in das brennende Troja, hat sich wieder durch die Flammen gekämpft und hat den alten Anchises auf seinen Schultern aus dem brennenden Troja herausgetragen. Sehr schön dargestellt, auch in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Und das war diese Tat. Mit dieser Tat hat er sich verdient, der Begründer einer neuen menschlichen Gesittung und Zivilisation zu werden. Das heißt dann in der Aeneis, die Götter hätten gestaunt über diese Tat des Aeneas.
und weil das selbst natürlich unter Göttern unerhört sei. Und hätten beschlossen, zum Dank dafür praktisch über die Vernichtung Trojas wegzusehen und den Aeneas mit der Neugründung Trojas im Westen zu beauftragen. Dann kommt seine Odyssee, kann man sagen, sehr ähnlich der Irrfahrt des Odysseus. Man kann sie aber man kann sie nachverfolgen. Es ist keine reine Fiktion. Und so gründet er in Alba Longa, zwischen Albano und Castel Gandolfo, gründet er Troja neu. Das sind dann ein ähnlicher Vorgang findet noch einmal statt. Nämlich als die Apostelfürsten Petrus und Paulus nach Rom gehen. Die ganze Apostelgeschichte können Sie in einem Satz zusammenfassen. Der Weg des Christentums von Jerusalem nach Rom. Christus sagt den Juden im Matthäus-Evangelium, wahrlich, ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams erwecken, der braucht euch nicht. Ja? Und das Reich wird von euch, den Juden, weggenommen werden und einem anderen Volke gegeben werden, das seine Früchte trägt. Kirchenväter sagen, dieses eine Volk ist das christlich-römische Reich und das Trägervolk die Deutschen. Vielleicht verstehen Sie langsam ein bisschen, warum es manche Juden gerade auf Deutschland abgesehen. Der Erzengel Gabriel sagt zur Mutter Gottes über Christus, er wird das Reich seines Vaters David erben. Er wird herrschen über das Haus Jakob in Ewigkeit und seines Reiches wird kein Ende sein. Christus hat aber kein israelisches Reich gegründet. Wo ist denn dieses Reich hin über Jakob? Das ist im christlichen Kaisertum. Deswegen nennt Eusebius Konstantin, du Novus David, du bist der neue David. Karl der Große nennt sich selber Novus David.